Wir sind hier auf Gran Canaria. Das Motto von diesem Event heißt Smart Green Island. Smart übersetze ich mit Digitalisierung, Green übersetze ich mit Sustainability. Und wir wollen hier mit am Ende des Tages über 500 jungen Leuten, mehrheitlich jungen Leuten, daran arbeiten, zu überlegen, wie wir Digitalisierung, modernste Technologien, Robotik, Automatisierung einsetzen, um eine Sustainable Life zu ermöglichen. Ja. Die Frage, die ich mir immer wieder auch gestellt habe, warum Gran Canaria? Hier ist alles möglich, auch jetzt am Ende des Tages grüne Dinge zu tun, auf grüne Art und Weise. Und wir wollen das eigentlich als Laboratorium für die Zukunft, für modernes, nachhaltiges Leben ausbauen. Wir wissen alle, dass es sehr viele Aufgaben in der Welt gibt. Und Technologie wird ein Meilenstein oder ein Baustein dazu sein, verschiedene Dinge in der Welt einfach weiterhin zu verbessern. Wasserversorgung, Umweltverschmutzung, all diese Thematiken. Und diese Plattform Makerton motiviert meines Erachtens die jungen Menschen, hier in der Zukunft auch weiter aktiv zu sein. Der Makerton ist für mich ein Ereignis, das mein Herz und meinen Geist nach vorne wirft. Das Herz deswegen, weil ich sehe, dass junge Leute ohne große technische, psychologische und sonstige Vorbereitung einfach in der Lage sind, was Großartiges zusammen zu machen. Und den Kopf, weil ich sehe, dass es viel mehr Ideen gibt, als man landläufig über den Tag so erleben kann. Und die sind alle in diesem Raum und ich weiß, in der Welt gibt es von denen noch viel mehr. Der Makerton ist halt einfach so ein komprimiertes Projekt. Ja, so im Schnellverfahren. Ja. In 4 Tagen kommst du hin, musst ein Team bilden, weißt eigentlich noch gar nicht genau, wo du bist. Ja. Mittags weißt du noch nicht, was du tun sollst. Abend musst du präsentieren, was du planst. Ja. Und dann hast du 2,5, 3 Tage Zeit für Making. Ja. Und jetzt dann am Schluss dieses Events muss jedes Team präsentieren. Also das ist im Prinzip so Zeitraffer von einem Projekt, Zeitraffer auch zu überlegen, ist das ein Business Case, mit dem man vielleicht auch Geld verdienen kann. Also mich fasziniert hier vor Ort am meisten, dass hier Menschen total unterschiedlichen Wissensstands sind, also vom BWLer, der sich dann um die Präsentation kümmert und am Tag 2 auf einmal dann doch an Mikrochips rumprogrammiert, bis hin zum Ingenieur, der am ersten Tag nicht seine Tagesergebnisse präsentieren wollte und an Tag 4 dann die Präsentation anführt und der richtig Spaß dran findet. Also wie sich in kurzer Zeit unter Druck Diamanten hier geben können, die da sich selber steigern können und dazu Höchstleistung wo pitchen. Wie sich die Studierenden hier austauschen, wie sie voneinander lernen, sich gegenseitig weiterbringen, über die Teams hinweg zum Teil, wo man merkt, den anderen geht es auch nicht besser als mir, wenn er Dinge nicht versteht und sich dann gemeinschaftlich zu helfen. Das wird es in Zukunft brauchen. Die Aufgaben werden komplexer. Die kann man typischerweise nicht mehr alleine stemmen. Und dementsprechend ist einfach dieses Team-Building, Team-Spirit, austauschen, keine Ängste haben, auf andere zuzugehen und zu sagen, ich kenne mich nicht aus, kannst du mir helfen? Einfach unschätzbares Learning. Und solche Formate bekräftigen uns natürlich, sowas weiterhin zu unterstützen, mitzumachen, selbst zu organisieren und weiter dran zu bleiben. Dadurch, dass so viele Sponsoren und auch Professoren an einem Ort versammelt waren, konnte man viele Fragen auch klären, die man sonst prinzipiell nie richtig jemandem stellen konnte. Und du konntest viele verschiedene Antworten darauf sammeln von sehr vielen verschiedenen Menschen, was interessant war und sehr lehrreich vor allem auch. Ich glaube, was man sehr stark mitnehmen kann von den Studierenden heutzutage, ist die grundsätzliche Offenheit und die Internationalität. Das ist so etwas, was ich... Wir begleiten den Makerton ja jetzt schon einige Jahre und das ist etwas, was sich sehr stark weiterentwickelt hat. Ja, wenn ich so an die ersten Makerthons denke, da waren durchaus Studenten dabei, wenn die auf Englisch präsentieren mussten, das war schwierig für die. Inzwischen ist das kein Problem mehr. Die sind einfach international unterwegs, die haben überhaupt keine Scheu auch vor anderen Sprachen, die haben keine Scheu mit anderen Leuten zu interagieren. Und das sind schon Eigenschaften, da kann man sich, glaube ich, bei den jungen Leuten ein bisschen was abschauen. Dass die Mischung aus Jung und Alter gut funktioniert, das ist auch ein Aspekt, weil nur Junge haben wenige Erfahrung und die Alten haben keine neuen Ideen. Und das funktioniert perfekt und das finde ich
macht hier sehr viel Spaß, weil die mit Dingen kommen, die haben wir nicht auf dem Schirm. Also wir haben ja insgesamt im Prinzip 4 Events gleichzeitig laufen. Das sind so quasi so 6 bis 10, 10 bis 16, 14 bis 18, ja, sind so Stufen. Und dann da haben wir dann unsere Studenten mit den Professoren. Ja. Und im Prinzip ist unsere Idee eigentlich, das alles interaktiv, interdisziplinär, international. Und so teach the teacher, und derjenige, welche, der was weiß, der gibt dieses Wissen weiter an den anderen. Ja. Und welche Nationalität hat, welche Disziplin, welches Geschlecht, welches Alter ist, total egal. Das Einzige, was entscheidend ist, ich weiß was, und wenn ich es weiß, dann gebe ich es direkt auch gerne weiter. Und so geht es auch über die Generationen hinweg. Denn sehen die vielleicht 16-Jährigen, 17-Jährigen, das ist ja tatsächlich machbar. Und wenn man die dann noch vermischt, dass die Älteren als Mentoren auftreten, das ist die beste Lösung, die es überhaupt gibt. Warum? Weil die Distanz deutlich geringer ist, wie wenn die Altersunterschiede zu groß sind. Ich möchte gerne für unsere Gesellschaft, dass sich diese Idee des sich aus sich heraus Weiterentwickelns, sich was zu trauen, was ich mir gestern noch gar nicht vorstellen konnte, dass ich mir als Frage stellen müsste, sich auch zu trauen, das Ding in den Sand zu setzen. Und also ich glaube, dass diese jungen Leute so früh wie möglich der Tatsache zu versichern, dass sie Technik beherrschen können, der gesellschaftliche Schlüssel ist, den wir brauchen, um nach vorne zu kommen. Makeathon is something that I find really amazing. It's not only a place where you get to make things in a really short amount of time, so you got to put a lot of brain power and hard work into it, but it's also a really nice place to connect with a lot of companies and a lot of other people with a similar mindset. Netzwerken, miteinander kooperieren auf Augenhöhe ist Grundlage, dass man eine, sagen wir mal, Welt, in der wir heute leben, auch beherrscht. Bueno, lo que tenemos que tener sin duda es personas, talento, que trabajen por conseguir esa Smart Green Island. Y esa no lo podemos conseguir de otra manera que no sea educando a esas generaciones jóvenes en la importancia de la sostenibilidad, en la importancia de la tecnología y conseguir talento que en el futuro trabaje por esa visión y sea capaz de implementar esa visión en Canarias. Bueno, sin duda. Esta propuesta lleva desde hace algunos años, tiene todo el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Además, coincide los planteamientos que se hacen con lo que defendemos para el modelo de Ecoisla en Gran Canaria, sostenibilidad, digitalización. Pero que estén hoy aquí 500 personas de 29 países distintos del mundo, sin duda es muy importante para profundizar en la educación, en la búsqueda de modelos alternativos, en la sostenibilidad, en la digitalización y, desde luego, en la internacionalización de la isla. Por lo tanto, sin duda es muy importante. Wir machen, deswegen heißt es ja Makeathon, nicht Labathon, ja, wir sind Ingenieure.